Und in Stuttgart begrüße ich Clodimir Jeronimus Barreto, besser bekannt als Kakao, ehemaliger deutscher Nationalspieler und jetzt Integrationsbeauftragter des DFB. Guten Abend. Ja, guten Abend. Wie groß ist der Scherbenhaufen, den die Diskussion um Özil und die Rassismusvorwürfe hinterlassen? Ja, wenn man die öffentliche Diskussion sieht, dann ist doch viel passiert, seitdem Mesut angekündigt hat, nicht mehr für Deutschland zu spielen. Ich denke, die Diskussion nimmt eine andere Richtung, die es nicht nehmen sollte. Man hat das Gefühl, wenn man die Nachrichten sieht und liest, dass Deutschland ein flächendeckendes Rassismusproblem hat. Und das ist nicht der Fall. Und dazu in Aussagen von Mesut, ich denke, eine Kritik, die man an einen Spieler übt, auch mit Migrationshintergrund, ist nicht gleich Rassismus. Und ich denke, diese Differenzierung wird heute von vielen ja nicht gemacht. Aber es ist doch schon was, wenn ein Spieler sagt, für Grindel bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, und Immigrant, wenn wir verlieren. Und viele fühlen jetzt auch Rassismus oder Diskriminierung. Ja, die Worte sind ja sehr hart, und ich kann für mich auch sprechen. Ich war 3 Jahre lang dabei, und man sieht es mir an, dass ich auch Migrationshintergrund habe, und das habe ich bei der FP die ganze Zeit ja nicht erlebt. Es muss wahrscheinlich, das sind Hintergründe, die ich persönlich nicht weiß, weil ich da auch zu der Sache nicht befragt wurde, die man nicht weiß, die ihn dazu geleitet hat, das so zu äußern. Aber ich kann die Aussage ja nicht bestätigen. Natürlich, als Nationalspieler hat man eine hohe Erwartung. Mesut ist ein hochtalentierter Spieler. Bei der ganzen Diskussion darf man das nicht vergessen. Ist ein Spieler, der einen Unterschied oft gemacht hat in den letzten Jahren. Und da ist die Erwartung hoch. Mhm. Und da denke ich, dass es nicht unbedingt die Erwartung, oder die Kritik, weil er Migrationshintergrund hat. Grindel hat ja heute die Rassismusvorwürfe auch zurückgewiesen. Gleichzeitig fordert er neue Impulse für die Integration. Muss jetzt der Integrationsbeauftragte Kakao ausbaden, was der DFB-Präsident falsch gemacht hat? Ich glaube nicht. Es gibt Gesprächsbedarf, das ist in der Tat. Und man muss Dinge dann auch an der Basis. Und das ist meine Aufgabe. Und da muss man die Dinge ansprechen, auch zuhören, was die Leute einfach besorgt, auch durch diese Diskussion. Aber ich muss auch einfach sagen, durch meine Reise durch ganz Deutschland, an der Basis, an den Vereinen, vielen Projekten, da läuft es. Die Menschen kommen nach wie vor zum Fußballspielen. Fußball ist nach wie vor integrativ. Das darf man auch bei der ganzen Diskussion nicht vergessen. Da muss man einen Unterschied machen von Profifußball und Fußball an der Basis. Und da sind die Menschen nach wie vor bereit, auch zusammen zu spielen. Es ist nicht alles schön, es läuft nicht alles gut, aber man arbeitet dran, dass die Dinge einfach für die Integration nach wie vor gut läuft. Nun hat der DFB aber dieses Problem und vor allem der Präsident Grindel. Und viele sagen, wir brauchen einen Neuanfang. Würde es helfen, wenn Grindel zurücktreten würde? Ja, das ist im Moment schwer zu sagen, weil die Diskussion dann doch sehr emotional ist. In der Tat muss man sagen, dass aus meiner Sicht nicht nur Mesut einen Fehler gemacht hat, aus meiner Sicht mit dem Bild und dann das Nicht-Äußern lange Zeit, auch der DFB, die nicht von vornherein klar eine Richtung gegeben hat und diese Richtung dann auch befolgen haben. Das war heute eine Aussage, morgen eine andere. Und das war schwierig. Und denke, man muss auch das klar, transparent und offen ansprechen. Dann hat die Möglichkeit, das gut zu machen. Das ist im Moment aber leider nicht der Fall. Und ich denke, das muss passieren, damit man eine gute Aufarbeitung auch machen kann.